Deskin. Willkommen zu einem Let's Play eines weiteren gruseligen Spiels. Euch begrüßt Mahatma Geil Und der Peppo. und der Peppo, der immer noch hier ist und mit mir ausharrt. Es ist mittlerweile, boah, lass mal gucken, 3 Uhr. Wir haben uns durch Slenderman gekämpft. Wir haben uns durch SCP-0780B. gekämpft. Und nun gucken wir uns mal Amnesia The Dark Deskin an. Im Gegensatz zu den beiden anderen genannten Spielen ist Amnesia The Dark Deskin keine Freeware. Das heißt, ihr müsstet rein theoretisch, so habe ich es gelesen, $20 dafür zahlen, was umgerechnet 15 Euro circa sind. 14, 16, 17 Euro, ist auch egal. Ob es sich lohnen wird, werden wir sehen. Wir optimieren erstmal, steht hier kurz immer, Optimierung des Spielerlebnisses. Das heißt, wie schlimm kann mich das Spiel fertig machen? Ist kein Spiel, ne, sondern es geht zu gewinnen. Konzentriere dich stattdessen auf die Welt und die Story im Spiel. Das heißt, versetze dich ins Spiel hinein. Wie man es auch bei Slenderman machen sollte, wie man es auch bei SCP-087B tun soll. Richtig. Wie man auch vielleicht in anderen Let's Plays gesehen hat. Du brauchst dich während des Spiels nicht um das Abspeichern zu sorgen. Das Spiel übernimmt dies für dich. Sehr schön, kann auch lästig sein. Wenn du das Spiel beenden willst, wähle einfach Speichern und beenden. Mit Weiterspielen kannst du dann an der Stelle des Spiels fortfahren, an der du das Spiel verlassen hast. Also können wir doch manuell speichern. Also, na egal. Ja, okay. Aber es ist immerhin okay. So, was kommt nun? Die Welt von Amnesia ist gefährlich und du bist sehr verletzlich. Versuch nicht, deine Feinde zu besiegen. Nutze stattdessen deinen Verstand. Verstecke dich oder lauf weg, wenn es nötig ist. Aha, so läuft der Hase also weg. Wie immer. Am besten im Zickzack. Das Zusammenspiel von Hell und Dunkel ist sehr wichtig im Spiel, deshalb ist eine richtige Gamma-Einstellung äußerst wichtig. Verwende den Schieberegler unten, um die Gamma-Einstellung vorzunehmen. Stelle ihn so ein, dass das rechte Viereck kaum noch zu sehen ist. Für bessere Effekte solltest du das außerdem in einem gut abgedunkelten Raum spielen. Verdammte Hacke, es ist 3 Uhr morgens, es ist verdammt dunkel. Ja, oh, das finde ich ein bisschen heftig. Warte, 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 wir müssen ja gucken. Neun war das, ne? Das linke ist zu sehen, das rechte war das doch, ne? Was nicht, Ja. was kaum noch zu sehen sein soll. Sehe es nicht, sehe ich nicht. Ah, jetzt ist es gerade eben eingeblendet, was denn da heißt. Wir haben 0,9 Gamma. Toll, hätten wir bei 1 angefangen, wäre es wesentlich schneller gewesen. Also lassen wir mal 0,9 und spielen jetzt. Ich weiß nicht, geht's jetzt los? Das ist alles. Wir hoffen, du tauchst voller Spannung in die Welt von Amnesia ein. Fiction und Games. Ja, das hoffe ich doch auch. Und das hoffe ich für euch, für uns und. Oh, eigentlich habe ich schon wieder gar keine Lust auf so ein Spiel, ne? Also nach Slenderman den ganzen Abend und das andere Spiel halt, dessen Namen ich mir einfach nicht merken kann, weil es nur aus Buchstaben und Nummern besteht. Ich habe gehört, das soll noch schlimmer sein, ne? Also, es macht dich auf jeden Fall fertig, das Spiel. Also es macht einen fertig. Also wir brauchen mal so eine. Ich brauche eine Webcam, Junge, da kann ich hier so mit. Ne? Egal. Nee, das überlege ich mir noch, weil ich. Ja, stimmt wohl. Egal. Wir spielen jetzt los. Oh, laden. Oh, das zum. Nehmen wir mal. Nee, Mahatma reicht eigentlich schon, weil Mahatma geil ist. Man so, oh, da ist ja geil im Laden. Ich müsste sogar bei einer anderen Sache, um mich anzumelden, Mahatma Geul. Weil, also wenn ich bei Facebook zum Beispiel machen wollte, eigentlich normal anmelden wollte als reale Person, geht das nicht. Weil Mahatma Geil ist ja kein richtiger Name. Nö. Chef, einer heißt so. Der sagt so, erstellen. Mahatma Geil auswählen. Auswählen. Neues Spiel beginnen. Benutzer definiertes. Was haben wir als Option? Der Untertitel, okay. Mit zu den Effekten anzeigen. Weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Grafiken, ist ja klar. Wie gesagt, V-Sync ist immer gut. Input, glatte Maus, Maus invertieren, Mausempfindlichkeit. Okay, was haben wir für Tasten? Wir können springen.
Oh, das kennen wir ja gar nicht mehr. Laufen, ducken, springen. Shift ist klar. Still, links, STRG und springen leer. Okay, dann kann ich auch mit dem kleinen Finger hier machen. Bewegung, was gibt's denn noch? Action. Werfen, interagieren, linke Maus. Das scheint wirklich anspruchsvoll. Drehen und Laterne. Okay. Das scheint wohl anspruchsvoller zu werden. Verschiedenes. Bestand, Tabulator. Journal, Mementos. Sag ich jetzt mal Map, ne? M. Fahren. Okay. Aber genug geschnackt, ne? Wir wollen ein neues Spiel beginnen. Okay, Daniel, kennst du den Film The Deskin? Abgrund des Grauens? Echt geiler Film. Können wir ja noch gucken. Ich will nicht noch gucken. Wirklich mal Ruhe. Obwohl, momentan waren wir ja relativ fix, was Let's Plays angeht. Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is... I am Daniel. Okay. Nein, nicht der gute. Wir sind der hier. Wir sind Daniel und wir dürfen nicht vergessen. Und wir kommen aus London. Wir müssen uns ja ins Spiel hineinversetzen. Und die Grafik ist doch mal, naja, mal schauen, mal gucken, wie es in-game halt ist. Aber ich glaube nicht, dass es sich wahrlich war. Das ist in-game-Grafik. Okay, wir sind da. Gucken uns einmal um, was wir haben. Wir haben... Wurde Journal hinzugefügt. Mit M kannst du Mementos schneller zugreifen. Siehe sie genau an, wenn du nicht weiterkommst. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ne, guck uns mal an. Folge der Spur der Flüssigkeit und finde ihre Quelle. Okay. Was steht bei J? Notizen? Haben wir keine. Auch Tagebücher? Oh, haben wir auch nicht. Und Mementos waren wir ja gerade. Wir wissen, was zu tun haben. Welcher? Der Pinken. Das heißt, wuapa, wir gehen mal hier lang. Gucken wir mal gleich hier mal nach. Ach, der Punkt ist unser Fadenkreuz. Da steht doch gerade hier. Ach, toll, tolles Fadenkreuz. Aber warte mal. Das ist auf jeden Fall gewittrig. Guck mal, aha. Eine pinke Spur, ob das wohl. Weißt du noch? Hier, Harveys neue Augen? Ja. Das waren bestimmt die Zensurgnome. Toll, wenn ich jetzt so mache. Guck mal. So eine offene Tür macht mir wie Angst. Okay, aber es ist ja. Irgendwie ist das Bild doch. Also nicht das Bild, was da hängt. Also wir sind schief. Meinst du? Ich glaube, wir fangen uns wieder. Jetzt vielleicht müssen wir auch relativ schnell reagieren. Moment, ich richte mich eben aus, danke.
Aber wir haben keine Zunderbüchse mehr. Nee, aber es ist schon mal interessant, dass es sowas gibt, dass wir Kerzen anmachen können. Aber ich glaube sowieso der Anfang, also in fast... Da kann ich jetzt nichts dran machen. Okay. Ja, ja, also hoch interaktiv dieses Spiel. Guck mal da. So. Also, ich gehe jetzt mal von aus, dass ein Spiel direkt am Anfang einem noch gewisse Freiheiten bietet, beziehungsweise einem ein bisschen was erklärt. Ja, ich glaube, dass später durch solche Türen vielleicht Gegner kommen. Also ich möchte jetzt auch ungern... durch so eine Tür durchgehen. Ich weiß nicht, also das Ding war ja, wir sollen der Spur hier folgen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das jetzt so das erste Level ist, sozusagen. Was hier einfach mal absteht. Weil ich habe auch nichts durchgelesen. Haben wir ja nicht, ne, von dem Spiel. Nee, war ja nicht. Weißt du irgendwas bisher, was wir noch nicht wissen? Es fielen Küchenboden, Tränen liefen ins Gesicht, als er den ersten Tritt in seinen Bauch spürte. Hazel versteckte sich aus Angst und bestrafte. Aha, der Hazel. Guck mal, das ist schon mal Wind. Also normalerweise ist ja jedes sozusagen... Rätsel. Was, hier ist ein Rätsel? Wenn du im Dunkeln bist, ist der Geisteszustand allmählich verschlichen und zünde die Lichter in deiner Umgebung und die Zünderbüchse. Vielleicht hier? Ne, bei M nicht. Genau. Ne, wir haben hier nur Optionen und so weiter und sonst eigentlich nichts. Ja, da ist das. Wir den Inventar aufrufen können bei I. Genau, wir machen mal einen Standardtrick. Nee, ich glaube, das ist das Einzige, was du hast. Notizen. Ja, gucken wir mal kurz. Input, Sound, Spiel. Ja, ist klar. Input, Tastenkonfiguration. Links, rechts. Zucken, laufen, springen. Verschiedenes. Interagieren, linke Maus, werfen, rechte Maus, drehen, Laterne. Verschiedenes. Bestand. Tabulator. Genau. Ah, körperlicher Zustand, alles ist gut. Leichte Kopfschmerzen. Dann wären wir wahnsinnig hier. Ich glaube, das ist eine Einbildung. Nein, nein, also es wird echt schlechter. Da können wir um Ecken loopen. Ach so.
stört uns ja nur ein bisschen. Genau. Ja, also ich auf R drücke, wie das gerade. Gehüge gefüllten F oder doppelgefüllten so entsprechend so gestanden zu haben. Ah, wir haben jetzt also Licht. Ja, aber es bringt ganz gut hier. Also, ich kann es nehmen. Ah, das war da jetzt so. Hinten hier. Laternen spinnen Licht in Dunkelheit um sie hin. Und dann zünden Brücke F. Ah, das ist dann die Anzeige, wie viel Öl wir haben. Also das ist auch nichts Wichtiges. Das heißt, wir können die Sachen kurz in die Hand nehmen. Aber da ist jetzt hier... Ich hab jetzt nur mal ausgemacht, oder? Okay. Wir müssen ja sparen, wir haben nicht viel Öl. Erde bebt, die Erde bebt. Okay. Ich weiß nicht, ob das viel bringt. Jetzt mal im Ernst, so ein offener Ofen. Ja, ich überlege ja gerade hier. Dann gehen wir jetzt mal hier mit lang. Und wir gucken mal, ob der Ofen da mit uns interagiert. Oder ob wir mit dem Ofen. Nee. Okay. Bis jetzt ist es eher so ein Rätsel-Adventure. Eine Tagebuchseite. 18th August 1839. I wish I could ask how much you remember. Ich wünschte, ich könnte fragen, there will be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. Ich kann dir sagen, warum, aber du solltest alles wissen. Ich habe beschlossen, zu vergessen. Versuche, dich an die Tatsache zu gewöhnen, stark zu sein, hat einen Grund, dass du nicht you are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander so Gott will, löst der Name Alexander von Brandenburg noch immer bittere Wut in dir aus, wenn nicht, dass dir schrecklich klingt, geh zum inneren Heiligtum von Alexander und töte ihn. Sein Körper ist alt und schwach, deine Erziehung ist stark, er wird leicht für dich zu schlagen. Young and strong. He will be no match for you. One last thing. Noch etwas, ein Schatten verfolgt dich. Es ist ein lebender Albtraum, zerstört Realität. Ich habe alles versucht, es gibt keine Möglichkeit, ihn zu bekämpfen. Du musst ihn entkommen, solange du kannst. You need to escape it as long as you can. Redeem erlöse uns beide, Daniel. Steig hinab in die Dunkelheit, wo Alexander wartet, und morde ihn. Dein früheres Ich, Daniel. Your former self, Daniel. Nicht schlecht. Guck mal, ich nutze das Lampenöl. Aufgenommen das Öl, genau. Schön, haben wir. Ja, guck mal an. Aha. Ach so, unser Gehirn ist ja nicht ganz so fit gerade. Ein Geschmack von Rosen lag in seinem Mund. Türkischer Honig, dachte er, genau wie bei dem Konsulat in Konstantinopel. Heute Istanbul. Und so laufen, Shift, im Bewegen drücken. Ah.
Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Diese Windschiene ist biegsam, sie kann weder per Hand noch per Werkzeug geöffnet werden. Also ich kann da jetzt nicht durchgehen, heißt das. Genau. Ich muss erst einen Weg finden, das zu zerstören. Da oben lang oder hier lang? Jetzt mal, ich geh mal hier lang. Das ist schon so ein bisschen. Ja, ja. Auch wenn bis. Also bis jetzt war ja noch nichts Horror. Das möchte ich ja nur mal mitteilen. Unser Daniel traf, wie er eben mal das Ding genommen hat. Shit, Kakerlake! Das macht die. Das ganze Adventure gibt natürlich mehr Adventure. Vielleicht war das jetzt ja. Ah, heißt so viel wie. Du kannst nicht vorbei. Oder auf Englisch. You shall. Wie war das aber? Nee, you shall not pass. Oder pass oder sowas. Jetzt mehrere Türen, also wir haben hier noch ein. Jetzt eine Treppe und ein Gang hin. Also die Treppe. Hier oben ist Licht, ja. Ja, ich habe es auch gehört. Die Frage ist nur, sollten wir dort runtergehen? Die große Frage ist, okay, wir sind. Und ich bin mir im Klaren. Ich weiß es gerade gar nicht. Also, wann haben wir angefangen? Was haben wir gesagt? 3 Uhr? Ja, wir haben 20 nach 3. Das heißt, wir müssen diese Folge leider jetzt kurz mal unterbrechen. Das ist nur eine Unterbrechung. Für uns, für euch weiß ich noch nicht, wie schnell ich das alles hintereinander hochgeladen kriege. Auf jeden Fall sagen wir Mahatma und De Peppo. Bis gleich, Leute. Ade, ciao.